willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zu dem letzten Video, was in diesem Zimmer starten wird. Denn es ist tatsächlich soweit und morgen steht mein Umzug an. Ich bin jetzt dabei, heute alles zu packen. Ich habe mir ganz viele Wäschekörbe aus der ganzen Familie zusammengesammelt und Koffer und so, weil ich gesagt habe, ich habe eigentlich keinen Bock, Umzugskartons zu kaufen, weil dann stellt man die in die Ecke oder schmeißt die weg oder was macht man damit? Keine Ahnung. Hatte ich keine Lust drauf, deswegen habe ich jetzt Wäschekörbe und alles zusammengesammelt. Ich habe gestern schon meine Klamotten in die Wohnung gebracht und muss jetzt noch mein ganz anderes Zeug zusammensammeln. Heute Abend holt mein Papa einen großen Anhänger, damit wir dann meine Möbel da reinladen können. Und dann geht es morgen früh mit der ganzen Familie los und dann räumen wir das alles in die Wohnung. Ich muss sagen, ich bin schon sehr aufgeregt. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich meine, das steht ja jetzt schon lange fest, dass ich umziehe und ich habe so den ganzen Prozess von der Wohnung mitbekommen. Ich freue mich einfach sehr, endlich mit Paul zusammen zu wohnen, aber irgendwie macht es mich auch sehr traurig, wenn ich überlege, dass ich aus meinem Kinderzimmer ausziehe, dass ich von meinen Eltern wegziehe. Das ist schon irgendwie... Also ich muss immer aufpassen, ich werde da immer schnell emotional, weil ich habe sehr gerne zu Hause gewohnt, wirklich. Ich hatte immer eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen Eltern. Ich bin auch sehr, sehr dankbar für alles und ist einfach ein bisschen schwer, aber ich konzentriere mich auf das Gute, weil meine Eltern sind ja auch nicht aus der Welt. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, dass ich mein ganzes Zeug zusammenpacke. Mal sehen, wie viel ich euch mitnehmen kann die nächsten Tage, aber es wird auf jeden Fall spannend morgen. Meine ganzen Möbel dann in der neuen Wohnung zu sehen und irgendwie mein Kinderzimmer hier leer stehen zu sehen. Ich glaube, das wird heftig für mich. Aber naja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Dann kriegt ihr auch mit, was so in der nächsten Zeit in meinem Leben und in der Wohnung dann passiert. Und vielleicht auch ein bisschen was, wie das alleine wohnen mit 19 so klappt. Und ja, dann viel Spaß bei diesem Video. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Circumstances made it so they'll never see their faces, except for. Guten Morgen, wie man sieht, ich bin gerade erst aufgestanden, ich habe hier noch Creme. Aber es werden ja schon die ersten Möbel rausgetragen. Nochmal ein letztes. Das kommt mit hier, das Bett bleibt da, das Regal bleibt auch hängen, das bleibt da. Spiegel kommt mit, Kommode kommt mit, Klavier kommt mit, aber wahrscheinlich nicht heute. Schreibtisch, das bleibt hier und das kommt noch mit. Und der Schrank bleibt auch hier. Also, das Zimmer, ich bin nicht mehr im Fokus, danke. Das Zimmer ist jetzt leer, also mein Schminktisch ist weg, der Spiegel bleibt erstmal. Die Pflanze kommt nächste Woche in den Müll, die lebt eh nicht mehr. Den Strauß, den nehme ich noch mit, aber den wollte ich jetzt nicht heute bei die Umzugssachen quetschen. Hier ist leer, das gehört meinen Eltern. Das Klavier hole ich noch. Ja, dann steht da jetzt noch so ein bisschen Kram und mein Bett bleibt halt hier. Aber ist schon krass, ist gruselig leer. Aber wir warten jetzt noch auf meinen Papa, der kommt gleich nach Hause. Und dann fahren wir in die Wohnung. Ich weiß gar nicht so, was ich jetzt hier so sagen soll. Jetzt in meinem Auto, meine Eltern da mit dem Anhänger, mein Auto komplett vollgepackt, großes Auto von meinem Papa voll, Anhänger voll und uns geht es jetzt dann auf den Weg zur Wohnung. Wir haben mittlerweile schon 12 Uhr, also ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Jetzt fangen die Nachbarn an zu mähen. Hypnotized, I don't know why, she got me feeling this way, she's got a way about her, she's got a way. Like every night, by every word she'll say, she's got a word about her. She's got a word about her. Yeah, she doesn't know that she's got a hole. She's got a say. Thank you.
habe keine Ahnung, was ihr gerade seht, weil wenn ich in die Kamera gucke, sehe ich gerade unfassbar rot aus und in echt halt gar nicht. Also, weiß nicht, vielleicht ist das auch nur hier am Viewfinder so, aber keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall der nächste Tag, das heißt, es ist jetzt schon Sonntag und ich habe gestern wirklich nicht viel gefilmt. Es war einfach schwierig, da dann irgendwas mitzufilmen, weil wir sind dann hier angekommen und dann hat die ganze Family geholfen, das Zeug hier hochtragen und dann habe ich angefangen, ein bisschen was einzusortieren und dann haben wir noch gegrillt und dann war es auch irgendwie schon 18 Uhr und dann war ich einfach fix und fertig und froh, dass ich duschen konnte. Das Größte, was sich ja verändert hat, ist hier das Office und ihr seht schon, hier stehen jetzt zwei Schreibtische, da steht dann jetzt meiner, der Mülleimer passt noch nicht, da muss noch ein bisschen was an die Wände und hier ist das Chaos einfach noch real. Und wenn man reinkommt, neben der Tür steht jetzt mein Schminktisch und dann ist hier weiteres Chaos. Also es ist wirklich noch so ein bisschen unschön. Wir haben jetzt überlegt, hier neben meinem Schminktisch noch einen Packschrank oder sowas zu kaufen. Ihr seid überhaupt nicht gerade. Weil da kann man einfach viel Zeug unterbringen. Wir haben viele Ordner, so ein paar Kisten. Einfach so Zeug, was man hat, was halt vorher irgendwo einen Platz gefunden hatte und was jetzt irgendwo hin muss. Ja, es war einfach schwierig. Ich bin happy hier, aber es war gestern trotzdem irgendwie ein komischer Tag für mich. Ich weiß, ich kann das gar nicht so beschreiben. Also der eigentliche Umzugstag ist, glaube ich, das am wenigsten spannendste von diesen Umzugsvlogs, weil halt wirklich nur mein Zeug so ein bisschen einsortiert wurde oder so. Wir wollen jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen, weil, sind wir ehrlich, ist alles so scheiße teuer. Also es dauert wahrscheinlich eher Wochen und Monate, bis wir hier auch dieses Zimmer noch so richtig schick machen. Ich kann euch mal zeigen kurz unser Schlafzimmer. Das ist noch ein bisschen unordentlich, weil wir eben erst aufgestanden sind. Aber hier haben wir jetzt noch eine zweite Malmkommode stehen und meinen Spiegel. Also das ist eigentlich schon mal ganz cool. An die Wände wollte ich noch so Zierleisten kleben, aber alles mit der Zeit. Also keine Sorge, die Umzugsvlogs enden noch nicht so ganz. Hier gibt es noch sehr viel zu tun, aber jetzt ist es auch tatsächlich so, dass ich dann endgültig hier bin. Mein ganzes Zeug ist hier. Keine Ahnung, was hier mit der Kamera will. Ich sehe wirklich komplett krank aus.